Hallo, heute koche ich eine polnisch-schlesische Knoblauchsuppe. Die Suppe heißt Żur, eventuell auch Żurek, je nachdem, von wo aus Polen man kommt. Meine Oma kam aus Oberschlesien, aus Sabce, das ist in der Nähe von Katowice. Die hat die Suppe früher immer gekocht und die ganze Familie eingeladen und jeder war richtig scharf drauf, diese Suppe zu essen, weil niemand sie selber machen konnte. Ich habe es jetzt probiert, das ist eine Sauerteigmehlsuppe mit Schrotmehl. Habe sie zweimal probiert selbst anzumachen, dieses Schrotmehl ist mir leider nicht gelungen. Jetzt habe ich ein Fertigprodukt gefunden, habe es mal probiert damit und die schmeckt fast so lecker wie bei meiner Oma. Und jetzt will ich euch das Rezept mal vorstellen und wir kochen es zusammen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Für das Rezept braucht man circa 1,3 Kilo Kartoffeln, eine Menge Knoblauch, ich nehme immer so 22, 23 Zehen, das kann man natürlich machen, je nach Geschmack. Dann Dörrfleisch und hier haben wir das Fertigprodukt von dem Schrotmehl. Kann ich sehr empfehlen, bekommt man in einem russischen oder polnischen Geschäft. Zum Schluss mache ich immer noch etwas Leona-Stücke rein, für den, wo es mag. Das Rezept verlinke ich euch ganz genau unten in der Beschreibung. Ach so, es kommt auch noch Brühe dazu. Ich schreibe euch einfach alles auf. Die Kartoffeln werden jetzt in kleine Würfel geschnitten. Dann sind sie schneller durch nachher beim Kochen. Das ist ein Loch. Ein Loch in der Kartoffel. Was man jetzt alles findet beim Kochen. Das sind jetzt die Kartoffeln vorgeschnitten. Jetzt geht's weiter mit dem Knoblauch. Ist ein bisschen Friemelei, aber funktioniert. Man hat jetzt Zeit beim Kochen. Nee, ist nix. Knoblauch natürlich, je nachdem, wie streng man die Suppe haben möchte. Also, wir essen sehr gerne Knoblauch. Empfehlenswert ist es natürlich, wenn man am nächsten Tag frei hat. Also wenn ich das bei meiner Oma gegessen habe, brauchte ich die nächsten 2-3 Tage eigentlich nirgendwo hinzugehen. So. Ein Teil von dem Knoblauch werde ich jetzt durch die Presse jagen. Okay. So mache ich jetzt weiter, bis 3/4 von dem Knoblauch zerpresst ist. Den Rest vom Knoblauch schneide ich jetzt in dünne Scheibchen und gebe den so dazu. Weil zum Schluss wird alles ein bisschen anpüriert. Und man kann ruhig ein paar kleine Stücke schmecken. Als nächstes stelle ich mir Wasser auf. Ich nehme so ungefähr 1,3 bis 1,5 Liter Wasser. Je nach Dicke der Suppe. Man kann da immer ein bisschen variieren. Und dann mache ich die Zutaten in den Kochtopf rein. Das kocht dann so lange, bis die Kartoffeln gar sind. So circa 20-30 Minuten. Je nach Dicke der Kartoffeln. So, das Wasser fängt an zu kochen. Dann fange ich an mit dem Dörrfleisch. Kommt ins Wasser. Knoblauch. Komplett rein.
zum Schluss noch die Kartoffeln. Das Ganze noch ein bisschen Geschmack bekommt, mache ich noch ein paar Brühwürfel rein. Würze schon ein kleines bisschen vor mit Salz. Pfeffer. Und natürlich Maggi. Jetzt koche ich das Ganze schon, wie gesagt, 20 bis 30 Minuten. Und dann nehme ich euch weiter mit. Während die Suppe jetzt kocht, schneide ich also schon mal den Liona klein. So, so kleine Stücke möchten wir nicht. Ich schneide ein bisschen großzügiger. Der Mann will ja auch immer was in der Suppe haben. Sonst kann man die nicht so ganz locken. Obwohl, mit der Suppe von meiner Oma, da kann ich nur überzeugen. Und da freut er sich auch immer drauf. Übrigens, die Suppe kann man auch sehr gut einfrieren. Falls sie zu dick wird, immer ein bisschen mit Brühe noch verlängern. Man kann auch geräucherte Kochwurst dazu nehmen, aber wir möchten am liebsten den saarländischen Liona. So, weiter geht's. Das Dörrfleisch habe ich jetzt rausgenommen, damit ich die Suppe noch etwas pürieren kann. Nicht ganz, sondern je nachdem, wie man halt möchte. Der eine möchte total dick haben, der andere möchte halt noch ein paar Kartoffeln. Wir haben immer ganz gern noch ein paar Kartoffeln dazwischen. Bin ich mal gespannt, ob das doch auch klappt, bis ich fertig bin, ohne mich zu versauen. So, das reicht jetzt mal. Ganz zum Schluss kommt das Roggenschrotmehl dabei. Wird schön durchgeschüttelt. Und dann in die Suppe reingemacht. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Schneide dann das Dörrfleisch klein. Mach das hinzu. Und ganz zum Schluss den Liona. Das ist jetzt das fertige Jour oder Jurek genannt. Ich wünsche allen einen guten Appetit. Wenn euch mein Rezept gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es mal nachkocht. Ihr dürft mir auch gerne was in die Kommentare schreiben, beziehungsweise uns, ist ja unser Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr es mal nachkocht. Und mir schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Okay, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß dabei.
einen schönen Abend und bis bald. Ciao. Nachtrag. Ich esse jetzt mal gleich einen Teller Suppe. Freue ich mich drauf. Lecker. Ciao.